Max? Guten Tag. Herr Herbert, ja? Das ist mein Vorname, ja. Ja, Herr Schulkenspecht, ja? Ja, Schluckspecht. Entschuldigung, genau. Also, ich heiße Maximilian Stoch. Ich bin ein Account Manager von unserer Handelsplattform Access Capital. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem verrückten Video. Heute haben wir wieder einen Betrüger am Telefon, der uns, naja, wie so oft, versucht, das Geld aus der Tasche zu ziehen, um in irgendwelche unseriösen Trading- und Aktiengeschäfte mit irgendeinem tollen Trading-Bot einzusteigen. Naja, wie immer das Gleiche und wie immer nichts anderes als kriminell. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem tollen Telefonat. Toll, toll. Einmal, Sie haben gesehen, unser Werbeanzeig wegen stabiles und sicheres Einkommen, ja? Mhm. Wunderbar. Meine Aufgabe ist Ihnen alles erklären, wie unser Handelsplattform funktioniert und wie können Sie bei uns Geld verdienen. Ja. Darf ich das machen? Darf ich? Herr Schlupperspecht. Ja, ja, los. Ja? Okay. Also, wir sind eine lizenzierte Maklerunternehmen. Wir arbeiten mit Rohstoffen, Kryptowährungen, Warungssparen, Aktien und Öl. Für unsere neuen Kunden, wir haben zwei schöne Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wenn Sie arbeiten mit unserem Bot-System zum Beispiel. Der Bot dreht für Sie automatisch. Es funktioniert nach einem komplexen mathematischen Algorithmus, den unsere Programmierer entwickelt haben. Zum Beispiel, der Algorithmus erlaubt es dem Roboter nicht Geschäfte zu machen, die in den Minus gehen. Das ist wirklich nicht möglich. Diese App unter der Leitung des Algorithmus macht ca. 10 Deals pro Tag. Haben Sie das verstanden? Ja, so halbwegs. Aha. Sagen Sie mir, was haben Sie noch nicht verstanden zum Beispiel? Ja, weiß ich schon nicht. Ich kenne mich ja damit nicht so aus. Das ist ganz einfach. Genau, das ist ganz einfach Betrug, was er hier erzählt. Tja, der Bot, der soll angeblich dafür sorgen, dass man überhaupt keine Verluste macht und das 100% gedeckelt ist. Dass das auch ein Bot nicht schafft, ist, denke ich mal, klar. Man kann natürlich mit einem Bot hohe Verluste minimieren, indem man den Bot so einstellt, dass man sagt, ab einem bestimmten Wert soll er automatisch aussteigen. Da kann man schon was tun, ja, aber 100%ige Garantie habt ihr auch bei einem Bot einfach nicht. Leicht zu sagen zum Beispiel, das ist eine App. Wenn Sie zum Beispiel wollen arbeiten mit unserer App, diese App macht alles automatisch, macht alles selbst, automatisch Trading. Okay. Ja. Oder wenn Sie zum Beispiel haben keine Erfahrung oder so, Sie können arbeiten mit unserem Finanzexperten zum Beispiel. Ihr Finanzexperte erstellt für Sie eine persönliche Strategie, die alle Feinheiten und Schwankungen des Finanzmarkts berücksichtigt. Zum Beispiel. Parallel zum Handel wird er Ihnen die Theorie des Finanzmarkts vermitteln. Sie lernen und testen in der Praxis alle Nuancen, Tricks und Ideen des Finanzmarkts, ohne Geld zu verlieren. Der Experte wird Ihnen auch die Methoden der Analyse und der erfolgreichen Investitionen auf den Finanzmarkt beibringen. Es handelt sich um eine Person mit der langen Erfahrung, die alle Feinheiten des Finanzmarkts kennt. Er kann Ihnen mehr über den Finanzmarkt erzählen und eine weitere Orientierung geben. Haben Sie das verstanden? Ja, ich glaube schon. Ja, dann alles gut. Sagen Sie mir bitte, Herr Herbert, welche Option ist am besten für Ihnen zum Beispiel? Arbeiten mit unserer App, automatisch trading. Oder wollen Sie arbeiten mit unserem Broker? Was ist denn da besser? Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung zum Beispiel auf dem Finanzmarkt? Nö. Aber naja, okay. Dann sagen Sie mir bitte noch, zum Beispiel, haben Sie circa ein paar Stunden Freizeit? Wie meinen Sie das? Am Abend oder so? Soll ich bei Ihnen arbeiten kommen? Nein. Zum Beispiel, haben Sie Zeit für unsere Experten? Normal für unsere Experten, mit Experten brauchen Sie circa 2-3 Stunden und ein bisschen mehr oder ein bisschen wenig. Das müssen Sie alles schauen. Sie reden mit Ihrem persönlichen Experten und dann sagen zum Beispiel, heute Sie wollen einmal besprochen und morgen oder ganze Woche. Normal, am besten zum Beispiel, wenn Sie arbeiten mit unserem Finanzexperten. Ja. Na, wenn Sie haben keine Erfahrung, dann das wäre ein bisschen besser. Sie können ein bisschen mehr studieren. Okay. Können Sie ein bisschen mehr überlegen. Was halten Sie davon also?
Ja, wenn Sie sagen, das ist so besser, dann denke ich mal, das würde ich so machen, wie Sie sagen, wie das dann besser ist, damit ich das dann auch gleich richtig mache. Ja, ja, dann alles gut. Also, sagen Sie mir, wollen Sie jetzt aktivieren Ihre Handelskonto? Ich dachte, das ist aktiv. Bitte? Ich habe gedacht, das ist aktiv. Ich habe Ihnen nicht so gut gehört. Ich dachte, das ist schon aktiv. Ja? Ja, ist das schon aktiv? Nein. Ach so. Was muss ich da jetzt machen, damit das aktiv ist? Also. Aktivia essen? Erstmal müssen Sie zum Beispiel machen eine Einzahlung. Mindestens Betrag für unsere Handelsplattform ist 250 Euro. Ach so. Ja. Mit diesem Geld starten Sie arbeiten. Mit diesem Geld kaufen Sie auf dem Finanzmarkt oder Bitcoin oder Aktion oder zum Beispiel irgendwelche andere Kryptowährungen oder Rohstoffen oder kaufen Sie Öl, zum Beispiel Brennöl oder so. Ja, Öl oder ist Gas. Teuer. Ganz schön teuer. Ja. Das ist richtig, aber wir geben für Ihnen zum Beispiel eine Hebelunterstützung. Ja. Ach so. Mhm. Eine Hebelwertung, ja. Dann können Sie zum Beispiel normales Geld verdienen. Darum, ja, Sie verstehen, wir starten mit 250 Euro und jetzt eine Barrel Öl kostet 114 Dollar plus ja. Minus. Mhm. Dann können Sie wie viel? Okay. Maximal 2 und wie viel? Mhm. 2 und ein Viertel Barrel kaufen, das bringt gar nichts. Und profitieren Sie circa 2-3 Euro täglich, aber das bringt gar nichts. Und darum geben wir diese Hebelwirkung, ob Sie können ein bisschen mehr Geld, normales Geld verdienen. Haben Sie das verstanden? Ich glaube schon, ja. Ja, also. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie zum Beispiel WhatsApp auf die... Nein, haben Sie keine. Kann ich Ihnen schreiben per Mail? Was denn? Das ist richtige Mail. Herbert Flugspecht mdccfan.de. Ja, ja, genau. Ja. Jetzt sagen Sie mir bitte, welches Zahlungssystem verwenden Sie? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel jetzt arbeiten wir mit Visa, Mastercard und Online-Banking. Haben Sie zum Beispiel Visa-Card oder Mastercard? Ja. Ja? Gut. Gut. Also jetzt. Ich schreibe Ihnen per Mail. Einen Moment. Einen Moment. Ja. Ja. Einen Moment. Warten wir ein bisschen. Einen Moment. Ja. Probiere ich schreiben. Ja. Oh. Ich sehe, Sie bekommen meine Nachricht, ja? Nein. Oder ja? Ein Moment. Ganz schön viele Momente. Probiere ich Ihnen noch einmal. Würde ich noch einmal schreiben? Ja. Ich hab geklatscht. Schauen wir mal. Moment. Warten wir. Ich habe geschickt Ihnen noch eine Mail. Nein, was ist denn da? Das ist nicht gültige Mail oder so. Weiß ich nicht, was haben Sie denn da für eine E-Mail? Einen Moment. Herbert.schluckespecht mdccfan.de. Na, Herbert.schluckespecht at mdccfun.de. Ja. Ja? Ja. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich
kriegst keine Ahnung, warum das funktioniert nicht. Ja, ich auch nicht. Einen Moment. Ja. Achso, aha. In der Wiederholung war Schlange. Vielleicht haben Sie andere Mail oder haben Sie WhatsApp? Nee. Haben Sie? Das ist meine E-Mail-Adresse, die haben Sie ja da vorgelesen. Ja, aber ich weiß nicht, warum funktioniert nicht wirklich. Kaputt. Komisch. Alles kaputt. Haben Sie keine WhatsApp oder Telegram? Telegram? Oder WhatsApp zum Beispiel. Besser WhatsApp, ja. Mindestens wir nutzen WhatsApp. Ja, aber nicht für Finanz-Gedingsbums-Döns. Hör mich wirklich noch nicht verstehen. Ich habe zweimal geschickt, aber das funktioniert. Sehr interessant. Ja, wirklich. Was kommt denn da für eine Nachricht? Sie müssen bekommen eine Link, eine Zahlungslink. Ach so. Und wenn Sie mir den durchbuchstabieren, den Link? Oh, das wäre ein bisschen schwer. Ja, wir können das machen. Können ja mal probieren. Mhm. Also. T wie Thomas. Moment, dann mache ich mal ein neues Fenster. Also ein T. Dann? H wie Harald. H. E wie Edita. Ja. Noch einmal E wie Edita. Ja. Dann, Gerhard. G wie Gerhard. Ja. A wie Alexander. Ja. T wie Thomas. Ja. E wie Edita. Ja. Und dann V, das ist V wie Wolfgang. Ja. A wie Alexander. Ja, und ein Y. Ja. Hat mir hier mein Browser vorgeschlagen. Ohne Wissen, ja. Dann. .com? Dann kommt Jennifer. Ja. Und .com. Ja, probieren Sie jetzt. Ja. Jetzt kriege ich hier so eine Seite, wo steht Pay for the Order. Gateways API. Ja. Select Country. US, nee, US Euro und PayNow. Und jetzt gebe ich hier meine Sachen ein. Amount 250 Euro. First Name ist Hartmut. Nachname ist Schluckspecht. E-Mail-Adresse können wir hier irgendeine nehmen. Dann muss ich hier die Frage auf. Was? Warten Sie bitte. Vielleicht besser, wenn Sie zum Beispiel. Geben Sie mir Ihre WhatsApp-Nummer, ob ich kann schreiben Ihnen richtig. Aber ich fülle doch den Bums hier schon aus. Guck. Wie bitte? Ich fülle doch den Bums hier schon aus. So, dann kann man jetzt hier Zahlungsmethode, PayPal, Banktransfer EU und RP Payment. RP Payment, das ist für zum Beispiel für Visa und Mastercard. PayPal jetzt ein bisschen funktioniert nicht. Er ist auf technische Arbeit und Banktransfer EU. Also was soll ich jetzt nehmen? Haben Sie Online-Banking? Ja. Dann können Sie klicken auf Banktransfer. Ja, habe ich gemacht. Und dann? Jetzt steht hier 250 Euro Using Banktransfer EU. Und jetzt PayNow. Ja. Habe ich gemacht. Jetzt sehe ich hier ganz viele Banken. Select your bank. Schwedbank, Sparbankinger und dann Nordkorea, Handelsbank, SEB, Lenz. Sie müssen finden Ihre Bank.
Ich soll meine Bank finden. Die steht da nicht drin. Ach, aber meine. Das Bank ist, warte mal, ich muss mal hier gucken auf Deutschland. So, da, Germanü. Und jetzt soll ich meine IBAN da reinklempern. Mensch, da kann ich die auch mal wieder benutzen. Schon lange nicht mehr benutzt. Ach so. So, dann kopiere ich die da rein. So. Jetzt muss man ja hier noch die ganzen Leerzeichen wieder rausmachen. Das mögen ja immer die komischen Seiten nicht. Mache ich mal die Leerzeichen da raus. So. Und, Enter. Aber da sagt er, das tut not look right. Irgendwas. Keine Ahnung. Geht nicht, ist kaputt. Geht nicht. Einen Moment. Kann ich nicht eintragen. Warten Sie bitte, ich spreche mit meiner Leiter. 1 Sekunde. Ja. Einen Moment. Also, bin ich dabei. Also, ja, so komisch, so kann ich Ihnen nicht schreiben per Mail. Ich wirklich verstehe nicht. Aber ich habe doch jetzt schon ausgefüllt, da den Bums, aber es geht ja da nicht weiter, ist ja kaputt. Warum? Keine Ahnung. Da wollte man jetzt muss man schauen, aber können Sie mir bitte geben zum Beispiel Ihre WhatsApp-Nummer, ob ich kann schreiben Ihnen, ob Sie können schicken mir ein paar Screenshots oder so, ob ich sehe, was passiert. Ja, WhatsApp ist blöd. Wenn ich noch nicht verstehe, warum kann ich Ihnen nicht schicken per E-Mail? Das weiß ich auch nicht. Moment. Herr Herbert? Ja. Bin ich dabei? Also, können Sie mir schreiben auf meine E-Mail? Also, ich soll E-Mail schreiben. Irgendwelche. Ja, und ich Moment. Kann kontaktieren mit Ihnen. Zum Beispiel. Irgendwas. Jetzt buchstabiere ich Ihnen alles. Ja, mach ich mal ein Momentchen mein Postfach hier drin auf. Moment. Ist auch noch der Kaffee, alle. So, dann gehe ich jetzt auf E-Mail schreiben. Dann buchstabier mal los da den Bums. Mhm. Na, kommt da jetzt was, oder? Mhm. M. Punkt. M. Punkt. S-C-H. S-C-H. T-O. T-O. C-H. C-H. Klammer auf. Was für ein Ding? Dann Klammer auf, oder Ette. Net. Ette, ja, genau. Ja. Axis. A. Ein A. X. I-S. I-S, I-S genau. Kapital. Also C, A, P. P, I, T, A, L. Ja. L. Und nu? Punkt, komm. Und I-O. Ach, I-O. Ja. Irgendwas schreiben Sie mir. So, dann habe ich jetzt geschickt sendet. Ja, schau ich. Ja, jetzt. Yeah. Popel, popel, ja? Ja. Also gut, jetzt schicke ich Ihnen eine Link noch einmal. Sehen Sie diesen Link? Was denn für ein Link? Ich habe geschickt Ihnen einen Link. Achso, da muss ich mal nochmal gucken. Moment. Mhm. Also hier in diesem Callcenter ist wieder wunderbar zu hören, wie schön laut das da eigentlich im Hintergrund ist. Und naja, man kann, wenn man ganz genau hinhört, auch den Typen im Hintergrund verstehen, der
wohl nicht allzu weit von unserem netten Mitarbeiter hier gerade weit weg sitzt. Da, der schreit quasi ins Telefon, hier geht's um Qualität und bla und irgendwas. Also einfach nur Wahnsinn. Ich meine, die schreien die Kunden da am Telefon so laut an, das werden wahrscheinlich einfach nur wieder riesengroße Großraumbüros sein, wo ganz viele Leute drinnen sitzen. Und dann hört man die halben Gespräche der Mitarbeiter nebenan mit, wenn dann eben gerade der Mitarbeiter in der Nähe sitzt. Das Problem ist hierbei, das ist auch ein bisschen Datenschutz teilweise. Und bei einem seriösen Callcenter, mittlerweile passiert das da nicht mehr so oft. Na, früher war das gang und gäbe, aber mittlerweile verändern sich ja auch Arbeitsplätze und verbessern sich. Das haben die hier nicht nötig, weil letztendlich sind die Arbeitsplätze nur dafür ausgelegt, dass man sich da ganz schnell wieder aus dem Staub machen kann und alles möglichst wenig Geld gekostet hat, falls mal die Beamten von der Kriminalpolizei an der Tür klopfen. Haben Sie das gesehen? Ist noch nicht gekommen. Aber muss man kommen? Ich verstehe das wirklich noch nicht. Sie haben geschrieben mir Popel, ja? Ja. Komisch. Ich habe geschickt Ihnen zweimal eine Link. Hat schon wieder geklatscht. Komisch. Auf keine Plattform gibt es keine verschiedenen Preise. Und dann hat uns der nette Mitarbeiter einfach mitten im Gespräch verlassen und das Gespräch scheinbar unterbrochen. Ich weiß es nicht. Er ruft hier aber gleich nochmal an. Das heißt, hier gibt es noch einen kleinen zweiten Teil jetzt in diesem Video. Worauf ich aber noch hinaus wollte, der Typ im Hintergrund, der brüllt ja quasi in sein Mikrofon. Das ist wirklich, also man kann den Nachbarn wirklich komplett verstehen. Das ist auch teilweise der Grund, warum die Musik laufen lassen. Wobei die Musik das Ganze ja noch schlimmer macht und die Leute noch weniger verstehen. Ja, wie wär's mal mit anständige Trennwände zwischen den Mitarbeitern? Tja, so geht's halt nicht. Naja, machen wir mal mit dem nächsten Anruf vom gleichen Mitarbeiter weiter. Herr Stuckspecht? Ja? Das noch einmal Maximilian Stoch? Sie haben gerade einfach aufgelegt. Weiß ich nicht, ich rede, aber vielleicht Probleme mit der Bindung. Aha. Ja, jetzt bekommen Sie, ja? Ja. Eine Link. Also klicken Sie bitte auf diesen Link. Moment. Das Postfach, das lädt irgendwie gerade so langsam. So. Ja, jetzt habe ich da geklickt auf die Link. Ja, jetzt sehen Sie Pay for your order. Können Sie wechseln auf. Ja, ist ja das gleiche wie vorhin. Da war ich ja vorhin schon. Jetzt muss ich das ja nochmal alles ausfüllen. Habe ich doch vorhin schon gemacht. Das ging ja nicht. Aber probieren Sie es vielleicht mit Visa oder mit Mastercard? Ja, ich probiere es mal mit 10 Euro jetzt. So. Aber mindestens Betrag ist 250 Euro. Ach so. Ja. Macht nichts. So, da muss ich da ja jetzt alles wieder reinschreiben. So, Herbert Schluckspecht. Dann E-Mail-Adresse. So, Telefone muss ich ja Gamma-Nü raussuchen. So, dann nehmen wir hier Gamma-Nü. Wo ist denn Gamma-Nü? Da ist Gamma-Nü, hab ich gefunden. So, dann male ich da jetzt meine Telefonnummer noch mit rein. So, mal jetzt so, genau. Und dann muss ich jetzt hier beim Land nochmal Gamma-Nü raussuchen. Ist ja aufwendig. So, dann City ist Berlin, Straße haben wir drin, denn den Zippelcode, so Palma tot, dann müssen wir wieder machen, Banktransfer EU, ja? Oder wenn, haben Sie Visa oder Mastercard, ja? Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Kreditkarte, ja? Hab schon geklickt, jetzt steht hier wieder Trustli, no. So, jetzt muss ich da...
drauf. Aber jetzt muss ich wieder meine Bankland auswählen, Germanü. Und jetzt muss ich wieder Bank eingeben. So, dann gebe ich da jetzt wieder meine Bankadresse ein. Mhm. So. Ah ja, jetzt kommt was. So. Und nun steht Alias. Und was ist denn da bei PIN? Was muss ich denn bei PIN inschreiben? Bei PIN? Ja. Ihre PIN. Sie wissen diese PIN. Ich weiß, diese. Das ist die PIN von Ihrer Online-Banking, ja. Ob Sie können diese Zahlen gemacht. Nö, geht nicht. Da steht something went wrong. Jetzt muss ich auf Clawback drücken. Jetzt ist Payman Filet. Jetzt mache ich wieder auf Home und jetzt muss ich alles wieder von vorne ausfüllen. Hat schon wieder geklatscht. Nee, jetzt muss ich alles schon wieder ausfüllen. Nee, das ist kaputt, da euer scheiß Zahlding. Was das normal funktioniert? Geht alles nicht. Aber nächste Mal bitte klicken auf RP Payment und probieren wir das machen mit der Visa oder mit Mastercard. Ja, dann fülle ich das jetzt nochmal alles aus. Ja. Aber keine Sorge, machen wir das. Mhm. So. Dann muss da wieder der Name rein. So, ich esse jetzt erstmal ein Ferdifuchswürstchen. Moment. Hat schon viermal geklatscht. Ja. So. Einen Moment. Ja. Aber nicht wieder auflegen. Nein, 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 bin ich dabei. Also jetzt Zahlung starten, klicken Sie bitte auf RP Payment. Ja, ich muss noch alles ausfüllen. Ja. Also, alles gut? Ja. So, jetzt bin ich auf Kreditkarte. Jawohl. Was muss ich da jetzt machen? Alles füllen. So, Moment. Also nicht nur, dass das hier kein Kundenservice ist und der tolle Typ hier die ganze Zeit nur sagt, ich soll das da ausfüllen. Tja, es klatscht und klingelt auch die ganze Zeit im Hintergrund, was darauf jedes Mal schließen lässt, dass jedes Mal gerade ein Kunde fett verarscht wurde und mindestens 250 Euro eingezahlt hat. Tja, viermal 250 Euro innerhalb von diesem kurzen Gespräch hier bedeutet insgesamt schon 1000 Euro Umsatz. Das ist tatsächlich sehr, sehr tragisch. Das sind alles Menschen. Jedes Mal, wenn geklatscht wird, wurde irgendjemand beschissen um sein Geld, nur er weiß es noch nicht. Ziemlich traurig. Jetzt sehen Sie, das fand sie ja. Ne, geht irgendwie da nicht. Da kommt auch Filet. Kaputt. Alles kaputt. Wirklich, ich verstehe das gar nichts. Dort müssen Sie sehen, nehmen Sie Ihre Karte, Mastercard oder Visa. Ja. Und dann, Sie müssen... Genau, habe ich gemacht. Füllen Ihre... Ja. Und wenn ich da meine Daten einfühle, dann geht's kaputt. Weiß ich nicht. Wirklich, ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Vielleicht können wir eine Desk installieren, ob ich schaue, was passiert. Ja, können wir mal probieren. Einen Moment. Haben Sie eine Desk? Nee.
Und hier natürlich wie immer die Warnung vor AnyDesk oder sämtlicher anderer Remote-Desktop-Software in Verbindung mit fremden Menschen am Telefon. Gebt niemals irgendwelche Zugangsdaten von eurem Computer preis und ladet euch solche Programme nicht runter, wenn ihr nicht wisst, was man damit macht und wie die genau funktionieren. AnyDesk, TeamViewer und VNC und viele weitere Programme, die als Remote-Desktop-Software oder Fernsteuerungssoftware beschrieben werden, tja, damit kann man halt direkt auf euren PC zugreifen und euren Bildschirm sehen und eure Maus steuern und auch die Tastatur bedienen. Das Problem ist dabei, das sind hier Betrüger und Kriminelle. Die wollt ihr sicherlich in keinem Fall auf eurem Computer drauf haben. Einen Moment, ich schicke Ihnen einen Link. Ach, wieder die Sache mit dem Link, ja. Moment. Einen Moment. Ich schicke auch noch einen Link. Sehen Sie eine Nachricht von mir? Nee, ist noch nicht da. Müssen wir warten ein bisschen. Oder Sie können schreiben im Google. AnyDesk. Moment. Nee, ist immer noch nicht da. Ich dachte, das ist gerade gekommen, aber ist immer noch nicht da. Wirklich weiß ich nicht, warum. Ist kaputt. Ich verstehe noch nicht. Oder schreiben Sie bitte im Google, anydesk.com. Ja, dann mache ich erstmal Google auf. Moment. So, jetzt habe ich Google auf, ja. Ja, dort schreiben Sie AnyDesk, bitte. Wie schreibt man das? Einen Moment. Können Sie bitte ein bisschen bleiben auf die Linie? Na klar. Ja, suchen Sie bitte AnyDesk. Ja, wie schreibt man das? Oh, ich habe gesagt Ihnen. Ist nicht angekommen. Haben Sie bekommen? Nee. AnyDesk. Einen Moment. Ja. Hallo? Ja. Entschuldigung, spreche ich mit Herbert, ja? Das ist mein Vorname, ja? Ja. Mein Freund, mein Name ist Alex Schmidt, ich bin aus der technischen Abteilung, ja? Okay. Sagen Sie bitte, Sie sprechen nur Deutsch oder Englisch auch? Nee. I speak only Deutsch, German. Ja? Only German, okay. Meine Muttersprache ist Englisch, aber ich spreche Deutsch auch, keine Probleme, ja? Sagen Sie bitte, haben yes, Sie diese yes, Applikation installiert, ja? Yes, of course. Also wenn den Typen seine Muttersprache Englisch sein soll, tja, dann ist meine Muttersprache außerirdisch, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wahnsinn. Vor allem wurden wir hier einfach mal wieder weitergereicht, ohne dass da, ja, groß drauf hingewiesen wurde. Auf einmal haben wir hier eine fremde Stimme in der Leitung und wissen überhaupt gar nicht, wer das ist. Tja, ich glaube nicht, dass euch das in einem seriösen Callcenter auch so passieren würde. Da würde man schon darauf hinweisen, dass man jetzt an irgendeinen Mitarbeiter weitergegeben wird. Das Komische hier ist, der Typ, der weiß ja auch gleich alles und ist mitten im Gespräch. Nett, also wird er die ganze Zeit schon zugehört haben. Okay, können Sie öffnen das bitte? Exactly. Wie macht man das? Sagen Sie bitte, was sehen Sie? Google. Haben Sie dieses AnyDesk geöffnet, ja? Nee. Okay, jetzt Sie sollten 9 Zellen sehen. Sehen Sie das? Nee. Was sehen Sie? Google. Google? Login oder Google? Nee, Google. Google. Wenn Sie während AnyDesk öffnen, Sie können keine Google sehen, ja? Na, ich habe ja AnyDesk noch gar nicht auf dem Computer. Ja, also öffnen AnyDesk bitte. Haben Sie das schon gemacht? Nee, ich hab doch das Programm gar nicht. Herr Herbert, ich werde noch einmal erzählen, ja? Jetzt Sie sollten Nee, nicht Herr Herbert. Öffnen. Entschuldigung, sind Sie, wie gesagt, serious? Mochten Sie es aktivieren oder Sie nur mochten meine Zeit verloren? Nee, na, ich weiß, na, der andere Mann hat mich ja einfach weiterverbunden. Ich glaube, ihr seid ja unseriös, wenn ihr sowas einfach macht. Der andere Mann, okay, der wollte mir ja AnyDesk geben, aber dann kam der Link nicht an und dann sollte ich das auf Google eingeben und dann hat er nichts mehr gesagt. Wahrscheinlich, weil er zu blöd dafür war, um AnyDesk zu buchstabieren. Und nun habe ich einen neuen Vollpfosten am Telefon, der nichts kann. AnyDesk, Sie sollten installieren, damit ich werde von Ihrer technischer Abteilung Ihren Hilfen es alles weitermachen. Ja, aber da musst du doch auch mal helfen.
Ich weiß doch okay. auch nicht, wie das Programm funktioniert und wie das heißt. Wenn ihr das wollt, dass ich das haben will oder soll, Sie dann müsst ihr dann euch ein bisschen ins Zeug verlegen. Sie meinen, Sie wissen nicht, wie es funktioniert oder was? Ja, ich habe ja das nicht, Programm nicht, wie es funktioniert. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sollten diese Anydesk öffnen und Sie sagen, dass Sie haben Google geöffnet. Naja, weil der Mann gesagt hat, ich soll... Sind andere Dinge, ja, ja, aber der Mann hat gesagt, ich soll Google aufmachen. Der andere Mann was hat gesagt, damit? Ich soll Google aufmachen. Warum? Ja, weiß ich doch nicht. Nee, ich habe gesagt, Sie sollten dieses Anydesk... meine Kollege hat gesagt, dass Sie haben dieses Anydesk installiert. Nee. So, jetzt Sie sollten es öffnen. Ich hab's doch aber gar nicht installiert. Habe ich doch jetzt tausendmal gesagt. Seid ihr, sag mal, habt ihr irgendwie einen Lattenschuss? Könnt ihr irgendwie was? Weil, weiß ich nicht... Ihr macht so ein bisschen den Eindruck, als wärt ihr, weiß ich nicht, doof. Okay, jetzt lassen wir es am Anfang, ja, alles machen. Ja, dann mach mal, dann sag mal, wie noch das geht. Noch einmal. Ja. Okay, jetzt ich werde etwas sagen, ja? Ja. Okay. Ich möchte Ihre Mutter ficken, ja, aber zurzeit, ich kann nicht. Sind Sie ein bisschen okay. doof? Es tut mir leid für diesen, ja. Haben Sie irgendwie ich eine psychische Störung? Tage und alles gut. Du bist ein scheiß Betrüger. Betrüger, illegaler Abzocker, Betrüger. Ich habe jede Menge Zeit. Tja, und das war's dann von dem Gespräch mit dieser netten Trading-Firma oder tolle Bank, was auch immer das ja sein soll. Aber, tja. Erstmal hat sich die Beleidigung ganz zum Schluss mal extrem abgelesen angehört. Ich möchte deine Mutter, ne, und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Also haben die dann ein Blatt Papier, wo die Beleidigungen aufgeschrieben sind, damit sie die vorlesen können? Weil genau so hat sie es angehört, als hätte er es gerade direkt frisch abgelesen. Einfach nur Wahnsinn. Und solche Leute wollen an euer Geld. Von daher passt auf jeden Fall auf, was ihr im Internet macht und tut. Ne? Nicht das ganze Internet ist böse und auch nicht die ganze Welt. Aber es gibt viele böse Menschen und viele böse Orte im Internet. Und von daher teilt gerne die Inhalte mit allen Menschen, die ihr kennt. Freunde, Verwandte, Bekannte, Familie. In WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und was es da sonst noch alles gibt. Ansonsten besucht auch gern das Profil von Callcenter Abzocke direkt auf Facebook. Den Link findet ihr hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gibt auch Instagram, Twitter und TikTok. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, je nachdem, was ihr möchtet. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Inhalten. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, je nachdem, wie ihr Zeit und Lust habt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.